Ja, bei mir Rainer Zietsch, normalerweise mittlerweile bei den ersten FC Nürnberg hinter den Kulissen, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, heute selber mal die Fußballschnur geschnürt. Es ging um ein Benefitspiel, einen guten Zweck. Denke ich mal, macht man dann auch gerne. Ja, natürlich. Das ist ja im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, wo wir Ex-Profis auch nach unserer Karriere noch helfen können bei Benefitspielen. Und das macht man natürlich gerne, wenn die Zeit passt. Derby gegen die Bayern, für die Fans immer was ganz Besonderes, für euch auch noch, wenn man so die alten Kollegen mal wieder trifft und denen mal auf die Füße steigen kann? Ja, natürlich. Ich meine, das macht schon auch Spaß, gegen ehemalige Gegenspieler zu spielen. Manchmal sind auch ehemalige Mitspieler. Von daher ist es für uns auch ein besonderes Spiel, wie wenn wir halt dann einfach gegen alle Herrenmannschaften spielen. Und von daher ist das, wie gesagt, auch für uns nochmal ein Highlight und das hat heute Spaß gemacht, ja. Und Pauli Breitner auf der anderen Seite, wie verbissen nimmt man sowas noch? Naja, natürlich, ein gewisser Ehrgeiz. Ich denke, alle, die heute auf dem Feld gestanden sind, die waren alle Profis. Da kann keiner oder will keiner absichtlich verlieren. Natürlich ist man inzwischen älter, unbeweglicher, nicht mehr so schnell. Und trotzdem denke ich schon, dass jeder halt versucht hat, sein Bestes noch zu geben. Das Beste geben, jetzt geht es ja auch langsam wieder los, müssen die Profis vom 1. FC Nürnberg. Die Sommerpause ist so gut wie rum. Wie haben sie sich denn so gemacht? Du bist ja gelegentlich draußen auf dem Trainingsgelände. Naja, so viel Trainingseinheiten oder Spiele habe ich bisher nicht gesehen, aber so, also vom Gefühl her glaube ich, dass wir eine gute Mannschaft haben. Natürlich kommt es immer darauf an, so ein bisschen am Anfang, wie man die Saison startet, dass man jetzt vielleicht am Wochenende den Pokal in Sandhausen gewinnt, um dann einfach auch in Hoffenheim schon ein gutes Ergebnis erzielt. Also grundsätzlich bin ich sehr positiv gestimmt. Wenn man so liest, oftmal wird Tim Klose und Timmy Sommer so als die Problemtransfers ein bisschen mitgesehen. Hat man da Erfahrung, Routine zu viel verkauft oder steckt so viel in der Truppe, dass man das auch von innen heraus locker kompensieren kann? Naja, also da bin ich absolut überzeugt, dass das Potenzial in der Truppe da ist, um dies zu kompensieren. Natürlich hat man zwei Spieler verloren, die vor allem Dingen in der Kabine, in der Hierarchie der Mannschaft wichtig waren. Ich denke, man kann einen Innenverteidiger, wenn man so viel Geld für einen Innenverteidiger bekommt, der 1. FC Nürnberg, dann braucht man nicht lange überlegen. Und wenn man für einen 36-Jährigen auch noch eine gewisse Summe bekommt, der auch in die Heimat will, denke ich, macht das auch absolut Sinn. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, ich meine, das sagt man ja auch immer wieder, man will auch die Mannschaft weiterentwickeln, man will auch versuchen, mehr Fußball nach vorne zu spielen und einfach auch mehr Akzente zu setzen. Und von daher denke ich schon, dass inzwischen auch in der jetzigen Mannschaft Spieler sind, wo man auch die Abgänge kompensieren kann, aber auch neue Reize setzen kann. Mir hat gegen Ende der Saison einige stark richtig gut gefallen auf dieser Position. Jetzt hat man sozusagen den Timmy Simmons vom Alter her halbiert. Er kommt aus eurem Stall. Was ist das für einer? Ist der schon so weit? Kann der in diese Bresche springen oder braucht er einfach noch so Schritt für Schritt? Naja, man muss immer ein bisschen aufpassen bei den ganzen jungen Spielern. Ich bin da echt ein bisschen vorsichtig. Wenn man jetzt auch wieder in Frankfurt den Stendera sieht, Kreuzbandriss. Mario Götze hatte damals eine lange Schambeinentzündung. Jetzt ist er schon wieder ausgefallen. Also man muss trotzdem immer schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist der Körper wirklich soweit. Nick Stark hat riesiges Potenzial, hat auch bei uns in der Jugend das schon gezeigt. Aber er ist Stand heute noch A-Jugendspieler. Er könnte jetzt noch ein Jahr in der A-Jugend spielen vom Alter her. Also ich denke, wenn er kontinuierlich jetzt da mittrainiert bei den Profis, er wird seine Einsätze bekommen. Und wenn das alles gut läuft, kann er auch Stammspieler werden. Das Potenzial hat er. Aber ich würde es auch kein Problem finden, wenn er in der Saison noch kein Stammspieler wird. Jetzt hast du die A-Jugend angesprochen. Die letzte Saison wäre lieber so eine A-Jugend-Streichwertung gewesen. Wie kann man das Ganze wieder schnell korrigieren, kompensieren? Na okay, natürlich. Man kann es nur kompensieren, indem man direkt wieder aufsteigt. Dann kann man die Delle wieder kompensieren, definitiv. Und so haben wir jetzt eine Mannschaft zusammengestellt. Grundsätzlich haben wir die Qualität aufzusteigen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir aufsteigen werden. Aber es muss halt trotzdem erst gespielt werden. Und die Oberen sollen am besten, wenn möglich, möglichst schnell die Klasse erhalten. Inwieweit ist da wichtig, dass man so einen wie den Ginczek gekriegt hat? Ist ja, sage ich mal, der Hoffnungsträger, wenn man sich so unter den Fans umhört. Ja, ich denke, die Trainer und die sportliche Leitung bei uns haben sicher die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison gezogen. Dass einfach, wenn man sieht, wer die Torschützen bei uns waren, dass im Offensivbereich sicher am meisten Potenzial noch zur Verbesserung ist. Ich denke, wir haben da einige interessante Spieler geholt für den Offensivbereich. Und jetzt muss man einfach sehen, wie schnell sie sich an die erste Liga gewöhnen und wie schnell sie da Akzente setzen können. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt, dass wir da besser aufgestellt sind als letztes Jahr. Wo landet der Club am Ende der Saison? Also ich wünsche mir einen einstelligen Tabellenplatz. Ich bin da ja eigentlich immer recht offensiv. Ich hoffe auf einen guten Start und dann traue ich der Truppe schon einiges zu. Abschließend, worauf freust du dich besonders auf die neue Runde? Naja, letztendlich, ich freue mich einfach, dass wir weiterhin erste Bundesliga spielen und dass der Verein sich jetzt entwickelt hat und dass der Verein sich weiterentwickeln wird, damit man nicht mehr fragen muss vor jeder Saison, was wird es diesmal? Wird es
gehe wieder gegen den Abstieg. Daran arbeite mal, dass die Frage irgendwann gar nicht mehr kommt, sondern dass wir sagen, der erste FC Nürnberg gehört in die erste Liga. Da sind wir auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Und da hoffe ich und wünsche mal, dass die Entwicklung einfach weitergeht. Danke dir. Und dann mal wieder ein schönes 5:2 auf der Anzeigentafel gegen die Bayern, wäre ja auch nicht so schlecht. Würde man uns freuen, ja.